Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Und zwar über die 33 schweren Jungs, die schwerstkriminellen Afghanen, die heute aus Deutschland nach Kabul deportiert wurden. Ja, die Bundesregierung hat ernst gemacht. Es sind tatsächlich Schwerstkriminelle und Mörder ausgeliefert, überführt, überstellt worden. Oder wie man auf Neudeutsch sagt, man gibt ihnen jeweils 1000 Euro, setzt sie in den Flieger nach Hause und hofft, dass sie den Ausgang nicht finden, um zurückzukommen. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr hier auf diesem Kanal mehr über die Stories hinter den Nachrichten. Da, wo man denkt, eh klar, erfahrt ihr bei uns, was gar nicht so klar ist. Auch dann nicht, wenn wir über QRT 7431 reden. Das war die Flugnummer. Das ist die Qatar Airways. Die ist geflogen von Leipzig. In Leipzig wird gewählt. Ein Schurke ist, wer Böses denkt. Also von Leipzig wurde geflogen nach Kabul und an Bord waren, das war die Erfolgsstory, 28 Schwerstverbrecher, die hier im Gefängnis saßen, die gemordet haben, die ganz, ganz üble Dinge getan haben mit den weiblichen Mitbürgern unseres Landes. Ganz, ganz üble Dinge. Mir fällt es schwer, es anders zu beschreiben, sonst kickt mich YouTube raus, aber lasst eurer Fantasie da freien Lauf. Ich glaube, ihr seid auf dem richtigen Pfad. Also um 2:56 Uhr, also 14:56 Uhr Ortszeit, landete der Flieger. Und die SPD hat es als Coup, als Wahlkampf-Highlight kurz vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen verkauft. Das ist aber nur die halbe Geschichte und ihr seid hier, weil ihr die andere hören sollt. Denn 28 ist kein Erfolg. Nein, das ist wieder ein Zeichen für, wir sind abgesprungen, als Tiger und als Bettvorleger gelandet, denn es waren 33 geplant. Man hatte für dieses theatralische Schauspiel kurz vor den Wahltagen in Sachsen und Thüringen geplant, 33 schwere Jungs abzuschieben. Ja, offensichtlich haben fünf von denen den letzten Aufruf am Counter nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, zwei waren nicht antreffbar, als man sie abholen wollte. Böse, wer sich da denkt, das kann man nachvollziehen. Und drei hat die jeweilige Landesjustizbehörde nicht freigegeben, weil die ihre Strafe noch nicht abgebrummt haben, bis zu dem Teil, wo man es hätte umschreiben können mit größtenteils. Hier weiß also die linke Hand in der Regierung offensichtlich nicht, was die linke Hand draußen in den Ländern tut. Was dabei bemerkenswert oder bezeichnend ist, der ORF, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, hat laut fabuliert, dass in Deutschland diese Abschiebung seit Monaten vorbereitet wurde. Vielleicht wollte man Schützenhilfe leisten für die Regierung in Deutschland, dass man hier nicht den Anschein erwecken wollte, dass die Abschiebung in irgendeinem Zusammenhang mit der Wahl übermorgen stattfindet. Ja, blöd ist nur, dass wenn man etwas monatelang wirklich vorbereitet hätte, dann hätte man vielleicht auf die Idee kommen können, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, Abzuschiebende vorher in Haft zu nehmen, in Abschiebehaft. Dann weiß man zumindest, dass wenn der Flieger geht, die Leute an Bord sind. Aber wenn es sich nur um ein Wahlkampfgetöse, einen PR-Gag sozusagen handelt, dass es eine Showdeportation war, um dem Wählervolk zu zeigen, die SPD ist jetzt zornig, wie Scholz ja gemeint hat, dann müsste man an dieser Stelle nachsichtiger sein, denn damit haben sie es ja nicht so. Sie tun ja auch sonst nicht sehr viel, sehr schnell und sehr gründlich. Warum sollte das bei Abschiebungen anders sein? Aber wir haben für euch natürlich auch noch etwas anderes vorbereitet. Denn wir möchten den Blickwinkel ja ein wenig erweitern. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass wir ja sagen, die wollen jetzt abschieben und wir hoffen, dass das nicht so ein Modegag war, dann weise ich euch auf ein Video hin, was heute Abend noch kommt, nämlich auf das Handbook Germany. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn ein Handbook Germany? So heißt ein Elaborat, eine Veröffentlichung der Bundesregierung Deutschland in Verbindung mit Ministerien, gefördert von der EU, indem man Abschiebepflichtigen darüber Auskunft gibt, wie sie es schaffen, mit Rechtsbeistand das anzufechten. Unter anderem teilt man hier diesen Abschiebepflichtigen, nochmal, das sind Leute, die nachgewiesen haben, dass sie es nicht würdig sind, hier zu bleiben, wo es zu einer ortskundigen und einer rechtskräftigen Beweisführung kam. Hier zeigt man ihnen, wie man Einspruch erhebt. Hier sagt man ihnen auch, du, wenn ihr euer Kind verliert, irgendwie, wenn es nicht auffindbar ist, Familien können nur im Ganzen abgeschoben werden. Also dann habt ihr eine Möglichkeit, um eben nicht abgeschoben zu werden. Das wird gerade in diesen Tagen publiziert, in allen möglichen Sprachen.
Heute Abend gibt es dazu ein Video, kann ich euch nur empfehlen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert jetzt diesen Kanal. Ach ja, wir haben noch ein Schmankerl für euch. Ein absolutes Schmankerl, nämlich einen Song. Wir haben für euch wieder mal einen Song vorbereitet. Dieses Mal geht es um Übermorgen. Das ist also ein Song mit einer kurzen Abbrennwirkung, kann ich euch nur empfehlen. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Ein Hinweis in eigener Sache sozusagen an all diejenigen von euch, die einen blauen Markenkern haben und unter Umständen noch nicht sicher wissen, ja, soll ich zur Wahl gehen, wenn das Wetter nicht dementsprechend ist. Es gibt 1000 Gründe, nicht zu gehen und 10.000 ist doch zu tun. Lasst euch nachher nicht vorwerfen, dass es genau eure Stimme war, die letztlich gefehlt hat. Also hört mal in diesen Song rein und empfiehlt ihn und uns weiter. In diesem Sinne, Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Ciao for now, euer Chris. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Geboren im Osten, wo die Mauern einst fielen. Aufgewachsen mit Geschichten, die uns prägten, die uns nicht alle gefielen. Jetzt ist die Zeit, dass wir entscheiden. Unser Land darf nicht weiter leiden. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Das Land braucht klare Signale, keine tausend Strategien. Keine Politiker, die vor der Verantwortung fliehen. Es geht nicht um romantische Flausen, geht euch mit euren linken Träumen brausen. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Sachsen und Thüringen, die Feuerprobe naht. Dieses Mal wird es wichtig, was der Wählerwille offenbart. Deshalb setzt die Kreuze richtig, sonst sind alle Träume nichtig. Schickt die linken Sozialisten raus mit ihren Umzugskisten. Zeigt den Grünen den Weg zur Tür, denn sie können viel dafür, dass das Land in Trümmern liegt und uns Deutschland um die Ohren fliegt. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Sachsen und Thüringen, die Feuerprobe naht. Dieses Mal wird es wichtig, was der Wählerwille offenbart. Deshalb setzt die Kreuze richtig, sonst sind alle Träume nichtig. Schickt die linken Sozialisten raus mit ihren Umzugskisten. Zeigt den Grünen den Weg zur Tür, denn sie können viel dafür, dass das Land in Trümmern liegt und uns Deutschland um die Ohren fliegt. Sachsen und Thüringen, alles was uns stört, braucht einen starken blauen Kern. Keine Versprechen, auf die niemand hier noch hört. Wir gehen hin, ihr werdet gewählt. Für Freiheit, für Werte, für alles was zählt. Sonntag ist Wahltag, Sonntag ist Zahltag. Sachsen und Thüringen, die Feuerprobe naht. Dieses Mal wird es wichtig, was der Wählerwille offenbart. Deshalb setzt die Kreuze richtig, sonst sind alle Träume nichtig. Sonntag ist Alltag, Sonntag ist Zahltag. Die Zukunft ruft, wir müssen handeln. Lasst uns gemeinsam das Land umwandeln. Lasst uns beginnen und am Sonntag die Oberhand gewinnen.